Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Lothar Matthäus möchte keinen Trainerjob mehr annehmen. Urheberrecht Getty Image. 6. April 2019, 13.13 Uhr. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus beendet seine Karriere als Fußballtrainer. Der 58-Jährige wird auch in Zukunft keinem Engagement in der Bundesliga nachgehen. Ein Engagement von Lothar Matthäus als Trainer in der Bundesliga wird es auch in Zukunft nicht geben. Der 58-Jährige bestätigte im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass er generell nicht mehr als Fußballlehrer arbeiten will und wird. Ich hatte als Trainer eine schöne Reise, vielleicht nicht eine so erfolgreiche wie als Spieler, sagte der Rekordnationalspieler. Alle seine Engagements haben dabei stets im Ausland gelegen. In der Bundesliga erhielt er dagegen keine Chance. Es ist schade, aber traurig bin ich deshalb nicht, erklärte der frühere Bayern-Profi. Seit 2011 kein Trainerjob für Matthäus. 2011 hatte Matthäus zuletzt als Trainer gearbeitet und dabei die bulgarische Nationalmannschaft betreut. Seitdem habe es 4, 5 Anfragen gegeben. Punkt. Einigen habe ich abgesagt, bei anderen hat es nicht gepasst, so der 58-Jährige. Inzwischen hat Matthäus viele interessante Aufgaben, die alle mit dem Fußball zu tun haben. Unter anderem arbeitet der Weltmeister von 1990 als TV-Experte für Sky und als Botschafter der deutschen Fußballliga und des FC Bayern.